Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich total, hier sein zu dürfen. Ich heiße Fabian Hemmert und ich bin Professor für Interface und User Experience Design an der Uni Wuppertal. Das heißt, ich beschäftige mich damit, was wir so mit Computern machen und was Computer mit uns machen. Unser Thema heute ist künstliche Intelligenz und da kann man wirklich sagen, das hat uns ein bisschen überrascht. Ne? Also, dass die Wucht, mit der uns das Thema trifft, so krass ist, hätte ich nicht gedacht und viele von euch möglicherweise auch nicht. Und wenn man da sich heute mal so reinfühlt in diese technische Entwicklung, dann fühlt sich das an wie so ein chaotischer Wirbelsturm. Ne? Der wirbelt alles durcheinander, jeden Tag aufs Neue. Manchmal guckt man aus dem Fenster nach so einem Sturm und denkt, wow, im Garten ist ein Planschbecken auf einmal, das hatten wir gestern noch nicht. Wo kommt das auf einmal her? Und so ist es bei der KI ja auch. Wow, das ist jetzt auf einmal möglich. Ich dachte nicht, dass das überhaupt geht. Und das fühlt sich für uns Menschen natürlich nicht so gut an. Ne? Wir Menschen brauchen ja immer so ein bisschen Gefühl von Sicherheit. Was kommt da auf uns zu? Und ich glaube, was wir brauchen, ist Orientierung. Wo könnte diese Orientierung herkommen? Ich finde es immer ganz gut, in anderen Lebensbereichen zu schauen und vielleicht auch in der Geschichte. Und so kam mir bei der Vorbereitung meines Vortrags dieses Steve Jobs Zitat eigentlich gerade recht. Computer sind so wie ein Fahrrad für den Geist. Fahrräder machen uns bei der Fortbewegung effizienter. Wir kommen leichter und einfacher von A nach B. Und Steve Jobs hat es damals so gesagt, der Computer hilft uns so eben auch beim Denken, wie ein Fahrrad dem Körper hilft. Jetzt können wir ja mal überlegen, ob man vielleicht KI sozusagen als Auto für den Geist betrachten könnte, wenn man das so sehen kann. Beim Auto, naja, da lassen wir vieles machen. Und wenn ihr euch die Welt draußen mal anschaut, dann wird euch auffallen, Autos sind nicht ganz unbeliebt, auch offenbar nicht ganz unpraktisch, aber auch nicht ganz unproblematisch. Und da sollten wir jetzt mal reinschauen. Und ich finde, das lohnt sich auch, da es am Ende doch um die Automatisierung des Denkens geht. Und das ist schon krass. Und ein wichtiger Gedanke, den ich euch erstmal mitgeben möchte, wäre der Gedanke, der die Frage beschreibt, wie viel Technik, wie viel Natur wollen wir zulassen. Und ich mache das gerne mit einem Spektrum, auf dessen einer Seite Darth Vader steht. Also ein Mensch, der zur Maschine geworden ist. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht selbst zur Maschine werden. Auf der anderen Seite des Spektrums ist King Louis aus dem Dschungelbuch. Kennt ihr den noch? Ne? Dubidu und so weiter. King Louis, ne, der hat es im Tierreich total weit gebracht. Ne? Der ist ja der König im Affenstaat, so sagt er es selber. Und doch ist er unzufrieden. Wisst ihr warum? Was wäre der gerne? Ein Mensch, genau. So, und er weiß auch, er meint zu wissen, wie das geht. Weiß das jemand? Was will er von Mowgli wissen? Wie man Feuer macht. So, Feuer ist die Urtechnologie. Feuer bedeutet, Technologie bedeutet das, dass der menschliche Geist die Natur unterwirft sozusagen. Also, damit Feuer kommt, musste man sonst abwarten, bis ein Blitz einschlägt. Die Natur macht das Feuer und ich nutze es. Aber Technologie bedeutet, ich will Feuer haben, ich brauche das jetzt. Ich weiß auch, wie das funktioniert und dann kann ich Feuer machen. So, Louis sagt, und vielleicht hat er nicht ganz unrecht, es ist Technologie, die uns Menschen vom Tier unterscheidet. So, das ist das Spektrum, auf dem sich Technik und Natur vielleicht irgendwie begegnen. Und die Frage ist natürlich, wo wollen wir da stehen? So, ne? Jeder von uns individuell, vielleicht an einer anderen Stelle und möglicherweise auch situativ. Also jeder Schrittmacherpatient wird gerne ein paar Schritte Richtung Darth Vader gehen, weil es die beste Option ist. Und vielleicht sind wir auch jetzt im Urlaub alle ein paar Schritte in Richtung Natur gerückt. Ist ja in Ordnung. Also es sind Extreme und damit Leitplanken, aber es ist auch ein Spielraum. So, jetzt stellt sich die Frage, okay, wo wollen wir jetzt hin mit künstlicher Intelligenz? Ich habe gerade schon gesagt, die Situation fühlt sich so ein bisschen an wie ein chaotischer Sturm und das fühlt sich nicht gut an. Und ich glaube, was man braucht, ist irgendein Navigationsinstrument, was mir sagt, die Richtung passt und dieses Instrument sollte nicht reagieren auf die dynamische Entwicklung der Technologie. Und mein Vorschlag wäre dafür ein innerer Kompass. Den möchte ich heute mit euch zusammen bauen. Ich habe vier Richtungen mitgebracht, in die wir mit KI gehen könnten. Und dann sollten wir mal genau hinschauen, ob wir da auch hin wollen. Richtung Nummer 1 ist
zwischenmenschliche Beziehungen. KI könnte uns helfen, zwischenmenschliche Beziehungen irgendwie reibungsloser zu machen. In zwischenmenschlichen Beziehungen, Freundschaft, Liebe, Kollegen und so weiter, da ist auch immer eine gewisse Verletzungsgefahr. Und vielleicht kann uns KI helfen, da irgendwie was zu teilautomatisieren zumindest. Ich mache mal ein Beispiel. Geburtstag. Stellt euch mal vor, ihr habt heute Geburtstag, beziehungsweise der Marius, einer der Erfinder der Horizons, hat heute Geburtstag. Sollen wir einmal einen Geburtstagsapplaus machen? Herzlichen Glückwunsch. So, ist doch schön, oder? Genau. So, also, aber ihr kennt das Gefühl alle, es ist Geburtstag und angenommen, ich möchte euch gratulieren. Und jetzt stellt euch mal vor, ich rufe nicht an, ich schreibe euch. Okay, vielleicht sind wir nicht so eng, dass das in Ordnung ist. Aber wie viel Automatisierung ist da in Ordnung? Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, die Rechtschreibprüfung von meinem Computer zu benutzen, wenn ich euch zum Geburtstag gratuliere. Ist okay? Passt, oder? Was wäre, ich kann bei mir am Computer schreiben, LGF, dann kommt liebe Grüße Fabian. Das könnte ich ja machen, dann bin ich ein bisschen schneller. Wäre das in Ordnung? Ja, ne? Das ist noch okay. Und was wäre, wenn jemand anders hat auch noch Geburtstag und ich kopiere den Gruß von da und packe den bei euch rein. Copy, paste. Aber schon mal gemacht vielleicht, oder? Und so weiter. Was ist, wenn ich meinem Sprachassistenten sage, gratuliere doch mal bitte recht herzlich zum Geburtstag, gib dich als ich aus, schreib meinen Namen drunter und alles ist gut. Wäre das in Ordnung? Dann hätte ich mich weniger zu tun. Ah, das wäre aber nicht in Ordnung. Ne? Und so weiter. Ich könnte ja auch sagen, gratuliere immer allen zum Geburtstag, die irgendwie heute Geburtstag haben. Das wäre überhaupt nicht in Ordnung. Und so, das ist ein Bereich, wo so komplizierte Grauzonen sind, würde ich sagen. Vielleicht müssen wir uns den Stress aber auch eines Tages gar nicht mehr machen. Es gibt natürlich auch zahlreiche Apps, die uns anbieten, unser KI-Freund zu sein. Ne? Müsst ihr euch mal angucken im App Store. Kann man ausprobieren. Die Bewertungen sind unglaublich gut. Das ist total krass. Und da kann man sich dann jemanden zusammenbauen. Ne? Und hat einen Vorteil, klar. Die Person interessiert sich für unsere Themen, ist immer da und denkt immer an unseren Geburtstag. Bringt nicht den Müll runter. Macht aber auch keinen Müll. Also, da ist die Frage, wie viel Technik, wie viel Natur wollen wir zulassen? Und ich würde sagen, bei zwischenmenschlichen Beziehungen und Automatisierung kommt immer so eine Art Schutzschildeffekt. Ne? Wir schützen uns vor einer Verletzlichkeit. Und wie das bei Schutzschilden nun mal so ist, da kommt wenig Schmerz durch vielleicht, aber es kommt auch wenig Leben durch, wenig Echtheit. Und das sehen wir vielleicht bei Menschen, die vor allem digital vernetzt sind, nicht im echten Leben. Da ist auch viel Einsamkeit. Das ist die Kehrseite sozusagen. Und ich wäre da extrem vorsichtig. Ne? Also Einsamkeit, Isolationshaft ist die maximale Strafe in unserem Justizsystem. Mehr geht nicht. Das sollten wir uns nicht selbst auferlegen. Ganz interessant ist vielleicht auch dieses Projekt von unseren Studierenden. Die haben sich mal gefragt, wie sähe denn so eine AI-Cracy aus? Also eine Gesellschaft, in der die KI regiert. Das ist ein Projekt von CJ Weld, Pete Becker, Alex Gertz, David Hirlich und David von Netzer. Und die, bei uns kann man Industrial Design studieren, haben Alltagsobjekte entwickelt, die uns diese Welt so ein bisschen näher bringen. Ein bisschen Black Mirror-mäßig. Also vielleicht hatte jeder Bürger, jede Bürgerin in dieser Welt so Gadgets, zum Beispiel das hier, das ist ein Pflaster, das misst, wie glücklich sind wir gerade. Und wenn wir zu unglücklich sind, injiziert es uns so ein bisschen so ein Cocktail, ne, Dopamin und so weiter. Und dann ist wieder alles in Ordnung. Die Dame braucht es aber gar nicht, das ist Julia und das ist eine gute Bürgerin, würde ich sagen. Die hält sich fit, schont das Gesundheitssystem. Geht joggen, geht aber auch nur da joggen, wo sie getrackt werden kann. Das grünes Blinken mag der Algorithmus natürlich. Ja, das ist der Alex, das ist ihr Freund. Er drückt mal die Snooze-Taste gerne, der ist so ein bisschen anders unterwegs. Und da kann man mal schauen, wie es bei ihm aussieht. Ja, der geht zum Beispiel zur Arbeit durch so dunkle Gassen und so, da kann er nicht getrackt werden. Das mag der Algorithmus nicht so gerne. Das kann man in Wuppertal filmen ohne Special Effects. Wirklich, es geht so. Ja, wie sieht Einkaufen aus? Können wir uns auch noch fragen. Vielleicht gibt es da personalisierte Preise im Supermarkt. So wie wir das für Versicherungen und Flugtickets schon kennen. Ja, und den Alex, den wollen wir ja motivieren, so ein bisschen mehr Gas zu geben. Und deswegen ist für ihn natürliches Obst etwas teurer. Aber keine Sorge, er kriegt die
die gleichen Nährstoffe auch in einem leckeren Pulver. Anders bei Julia, na klar, die wollen wir ja gesund halten und motivieren, dabei zu bleiben und auch ein bisschen belohnen. Ja, sie kriegt natürliches Obst und Gemüse für einen sehr attraktiven Preis. Ist das fair? Wer programmiert das? In der AI-Cracy programmieren wir alle das zusammen, und zwar jeden Sonntag. Jeden Sonntag ist Wahltag, so wie beim Wahlomaten. Und die Studierenden haben sich überlegt, es gibt vielleicht so Wahlurnen, wo man mit Murmeln abstimmt zu gesellschaftlichen Fragen. Man liest sich die Fragen durch und wirft dann eine Murmel bei Ja oder Nein rein. So, jetzt kommt der Alex zur Wahl. Habt ihr eine Idee? Genau, der ist ja jetzt nicht ganz so super unterwegs, deswegen kriegt er nur 3 Murmeln. Aber er kriegt welche, ne? Man kriegt immer mindestens 1. Und das ist so ein bisschen kompliziert jetzt, weil es gibt mehr als 3 Fragen. Tja, da muss er sich entscheiden. Ist wirklich schwierig, deswegen, ich kann verstehen, er wird jetzt ein bisschen sauer werden. Aber da müssen wir uns keine Sorgen machen. Denn in der AI-Cracy sind alle immer glücklich und zufrieden. Ist das das, was wir wollen? Vielleicht nicht unbedingt, oder? Ich würde sagen, wir schauen uns mal eine andere Richtung auf dem Kompass an. Was Positives, und zwar Feierabend, das Ende der Arbeit. Kennen wir alle das Gefühl, Freitagnachmittag fühlt sich toll an. Die KI könnte uns ermöglichen, dieses Gefühl immer zu haben. Und ja, wie sähe das aus? Ich habe mir in der Vorbereitung für den Vortrag mal die Geschichte der Automatisierung angeschaut. Das ist total interessant. Fängt natürlich an bei so ganz grundlegenden Sachen, Abwasser und Nahrung und so weiter. Und im Prinzip hat die Menschheit die Bedürfnispyramide von unten nach oben automatisiert. Jetzt gerade Kommunikation wurde dann automatisiert und es blieb immer noch was oben übrig, Selbstverwirklichung. Und ja, welche Effekte gibt es für Automatisierung? Da ist natürlich immer ein Verlust da, ne? Wir geben was ab und es gibt immer auch eine Gegenreaktion. Aristoteles zum Beispiel, Riesenfeind des Schreibens. Ne? Die Leute würden mehr vergessen und könnten sich Dinge nicht mehr so richtig gut merken. Oder auch als die Waschmaschine auf den Markt kam, dann ne, war irgendwie so, oh, was soll denn das eigentlich? Waschen ist doch eine Haushaltspflicht, das muss man doch machen. Wer das automatisieren würde, der ist faul. So, und was das Argument bei der Waschmaschine war, man kann bei 60 und mehr Grad damit waschen, das geht mit den Händen nicht, also wird die Wäsche sauberer. Aber es war nicht sozusagen die gesparte Arbeit, die das Argument war. Ja, die Frage ist natürlich dann, ein spannendes Beispiel noch, was ja auch passiert ist, die Beziehung intensiviert sich. Wenn wir Teile von uns an ein Objekt abgeben, kennen wir alle, haben wir alle in der Hosentasche, dann haben wir oft eine sehr intensive Beziehung zu diesem Objekt. Und ein tolles Beispiel dafür war im alten Ägypten, da hatten die Herrscherinnen und Herrscher so große Streitwagen und haben sich dann durch die Gegend ziehen lassen, so gottesähnlich. Und die haben sich teilweise mit ihren Wagen zusammen bestatten lassen. Und das müsste man sich heute auch mal auf dem Friedhof vorstellen. Ne? Das Wohnmobil muss noch mit rein irgendwie. Also super interessant. Und ich glaube, für uns stellt sich die Frage, was bleibt denn noch übrig für uns? Also wenn wir all die körperliche Arbeit automatisieren und jetzt auch all die geistige Arbeit, dann bleibt vielleicht für uns gar nicht mehr so viel übrig. Und das könnte gefährlich werden, weil wir wollen ja als Menschen wirken in der Welt. Wir wollen uns selbst verwirklichen und einen Effekt auf die Welt haben und das auch selber machen. Wenn uns jemand sagt, mein Leben hat keinen Sinn mehr, dann gehen bei uns zu Recht alle Alarmglocken an, weil der Sinn, sozusagen, den wir in unserem Dasein finden, für uns total existenziell ist. Und da sollten wir gut drauf aufpassen, vielleicht das Richtige übrig zu lassen. Ein spannendes Projekt dazu ist das hier von Liz Bradford. Hier hat einen Dimmer gemacht für KI, mit dem ich einstellen kann, wie schlau die ist. Also, ne, ich will ein dummes Werkzeug haben, drehe sie ein bisschen runter oder vielleicht ein bisschen mehr. Ich möchte eine Assistentin haben. Gut, kein Problem. Ist aber unterstellt. Oder jemanden auf Augenhöhe, könnte man sich auch denken. Vielleicht sogar wie im Flugzeug, okay, du machst die Arbeit, ich trage die Verantwortung. Könnte man sich überlegen. Oder hier auch noch ein Modus, der tyrannische Boss. Wer es möchte. Genau. Aber man kann sie auch abschalten. So. Also, ne, spekulativ. Ich finde es aber total cool eigentlich, weil wir Menschen behalten am Ende die Kontrolle.
Vielleicht noch einmal anders gesagt, fand ich auch ganz spannend. Der Hauptvorteil vom Auto gegenüber dem Pferd ist, dass das Auto tot ist. Automatisieren heißt töten. Und das ist total in Ordnung. Ich will ja gar nicht, dass das Pferd draußen wartet, während ich hier drin bin. Das Auto steht da und macht gar nichts. Und das ist auch in Ordnung. Aber wir sollten aufpassen, dass wir uns am Ende nicht das stehlen durch Automatisierung, worauf wir eines Tages stolz zurückblicken wollen. Also Ende der Arbeit, gar nicht so unproblematisch vielleicht. Schauen wir mal in Richtung Nummer 3, unendliches Wissen. Das klingt verlockend, oder? Es gibt eine ganz spannende Parallele zwischen unserem Informationskonsum und unserer Nahrungskultur. Nahrung zu beschaffen war in grauer Vorzeit, können wir uns alle vorstellen, gefährlich und schwer. Jäger und Sammler, ne, auf Leben und Tod. Dann wurde Nahrung kultiviert und dann industrialisiert. Und dann irgendwann hatten wir, das war so in meiner Jugend gerade Thema 80er, 90er Jahre, das Fast-Food-Zeitalter. Wie ist das beim Informationskonsum? Naja, auch das war in grauer Vorzeit vor Erfindung der Schrift gefährlich und schwer. Mund zu Mund, man musste rausgehen, Informationen waren Mangelware sozusagen. Auch die wurden kultiviert, industrialisiert, ne, Druckerpresse, Telefon, Internet und so weiter. Und möglicherweise sind wir jetzt gerade im Fast-Food-Zeitalter des Informationskonsums. Also wir konsumieren ja häufig vorgekaute, zurechtgeschnittene Häppchen, die langfristig nicht satt machen, kurzfristig scheinbar glücklich. Und das ist so ein bisschen ambivalent. Vielleicht brauchen wir eines Tages Technologie, die uns hilft, das besser einzuschätzen. Also vielleicht brauchen wir irgendwann wie so eine Inhaltsstoffangabe für Informationen. Was ist das Pendant zu Proteinen? Ist das Wahrheit, Fett, vielleicht Fiktion? Das setzt an auf die Dauer, wenn ich zu viel davon konsumiere. Zucker ist vielleicht sowas wie Bestätigung. Und vielleicht ist die Kalorie des Ganzen die Aufmerksamkeit. Denn uns droht vielleicht sowas wie geistige Fettleibigkeit, könnte ich mir vorstellen. Ne? Insbesondere ne, KI wie ein Auto für den Geist, wenn wir nicht mehr selbst denken und aktiv bleiben, sondern das machen lassen sozusagen. Und da hätte ich ein bisschen Angst vor. Beim Essen haben wir das übrigens gut geschafft. Ne? Wir sind ja beim Essen super darin, Fragen zu stellen. Wo kommt es her? Was ist da drin? Und wenn ich das esse, was passiert dann mit mir? Vielleicht schaffen wir es eines Tages, diese Fragen auch zu stellen für Informationen. Und vielleicht sollten wir uns auch ein paar harte Fragen, wie so harte Nüsse, ne, so ein paar knackige Fragen aufbewahren, auf denen wir dann lange selbst rumkauen, irgendwie, um uns fit zu halten im Denken und das nicht abzugeben an irgendwas, was für uns denkt. Ja, das ist übrigens auch meine Strategie, falls euch das interessiert, gegen geistige Fettleibigkeit, zusammen mit einer sozusagen recht simplen Variante von Informationstrennkost. Also nicht immer alles überall. Auf meinem Handy, ne, ich habe den Browser gelöscht, ich habe kein E-Mail auf dem Handy. Dafür nehme ich mir Zeit sozusagen, wenn ich am Computer bin. Genau, wir gucken mal in die vierte Richtung. Denn das ist schon eine wichtige Frage, ne? In welche Richtung können wir jetzt überhaupt gehen? Die vierte Richtung ist das, was ich eine neue Freiheit genannt habe. Und alle anderen drei Richtungen hatten eins gemeinsam, sie sind nämlich bequem. Und das ist bei der neuen Freiheit vielleicht nicht so. Es gibt Sachen, die gebe ich gerne ab. So, Dienstreiseabrechnung. Können von mir aus automatisiert werden, brauche ich nicht. Es gibt aber auch Sachen, die will ich selber machen. Zum Beispiel diesen Vortrag basteln. Ne? Das hat mich schon lange beschäftigt, das Thema, und das macht Spaß, ich kaue da geistig drauf rum und ja, das mache ich gerne, das möchte ich nicht abgeben. Und diese Wahl ist, glaube ich, eine, die wir in Zukunft häufiger treffen werden. Ich habe ja die Zeit dafür, weil ich viele Dinge an die KI abgeben kann. Auch diese Richtung hat eine Kehrseite und das ist Verantwortung. Ne? Also klar, wir haben die Verantwortung, sozusagen das geistige Verkehrsmittel zu wählen, mit dem wir von A nach B kommen. So wie wir auch nicht alles mit dem Auto machen sollten. Es geht aber auch nicht alles zu Fuß. Ja, und so ist es dann irgendwie eine Frage nach der Gewichtung von Natur und Technik. Wobei man es auch so sehen kann, vielleicht ist auch einfach die Technik die Natur des Menschen. Wir können gar nicht anders. Und gerade sehen wir mit KI, glaube ich, schöne Beispiele, wie sich das, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, weiterentwickelt. Wir denken mit Verstärkung. Das ist doch total cool. Und nicht zuletzt, finde ich, ist da der Kompass auch ein schönes Sinnbild, nämlich für Entdeckung, für all die neuen Wege, die sich uns da gerade erschließen. Und ich würde sagen, unkartiertes Gebiet erschließt sich momentan fast jeden Tag. Und das zu entdecken, dabei wünsche ich euch allen und uns allen ganz viel Spaß. Danke.